Das Copyright ist geschützt in Bibliotheken natürlich. Das Problem ist, dass das derzeit geltende Copyright Bibliotheken in ihrem Streben, Informationen und Zugang zu Informationen anzubieten, eher behindert. Also das bestehende Urheberrecht ist aus unserer Sicht antiquiert, passt nicht mehr zu den technischen Möglichkeiten. Im Vergleich dazu, bei gedruckten Büchern können Bibliotheken diese Bücher kaufen und mit einer fairen Vergütung an die Autoren diese Bücher verleihen. Kein Verlag kann das in einer Form verhindern oder nicht gestatten. Und das passiert seit 100 Jahren in dieser Form. Die Autoren bekommen hierfür eine faire Vergütung. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Im Bereich der digitalen Medien, also im Bereich des E-Books, ist das nicht möglich. Es gibt hier kein sogenanntes Landing Right oder Verleihrecht in dieser Form. Und jeder Verlag kann im Prinzip seiner Bibliothek verwehren, dies zu tun. Das ist keine hypothetische Frage, sondern in Amerika passiert das. Die größten Verlage verkaufen teilweise keine E-Books an Bibliotheken oder haben ganz restriktive Auflagen dafür. Und insofern ist dieser Zugang zu Informationen über E-Books zurzeit gefährdet. Das kann man sagen, ist jetzt noch nicht wirklich gravierend, da die E-Book-Produktion noch in den Kinderschuhen steckt. Also in Deutschland sind das um die 3% des Marktes werden mit E-Books abgedeckt. Aber wenn die Prognosen stimmen und das geht höher, wird das natürlich zu einem Problem. Dann gibt es Bibliotheken, die dann die gedruckten Bücher haben, aber keine E-Books. Könnte theoretisch passieren. Wollen wir natürlich nicht, müssen wir auch verhindern.